Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate. So, was habe ich gemacht? Letztes Mal hatten wir den netten Absturz. Ich erzähle euch mal, was ich getan habe, um diesen zu verhindern. Ich habe natürlich, wie das üblich ist, in der Baldur.err, also in der Error-Datei quasi nachgeguckt, wo nichts drin stand. Und dann gibt es noch eine andere Datei, wo drin steht, was das Spiel macht, wie beispielsweise Sachen einzufügen, irgendwelche Charaktere, die hier aufteleportiert werden. Da stand im Prinzip auch nichts drin, was mir weitergeholfen hat. Ja, unsere Leute labern rum. Was haben wir also gemacht? Wir haben hier, oder was habe ich besser gesagt in eurer Abwesenheit gemacht? Ich habe hier mir die Gräber angeguckt, habe mir gedacht, sprechen wir den netten Kerl doch hier unten nochmal auf die Gräber an. Weil die ja relativ frisch waren. Ja, man sieht schon, hier liegen ein paar Leichen rum. Hier steht hier der grüne Holzfäller, hieß er, glaube ich. Der hat irgendwie seine zwei Äxte in der Hand. Den haben wir halt einfach mal darauf angesprochen, was denn mit diesen Gräbern los sei. Und er kam darauf an, wollte nicht sagen, hat behauptet, da lenkt seine Frau und er möchte darüber nicht nachdenken. Ich habe allerdings nicht locker gelassen, bis dieser mir dann halt offenbart hat, dass er anscheinend ein getarnter Dunkelelfen, Kommandant oder General oder sowas in der Art war, woraufhin hier überall Elfen auftauchten. So, nun war es so, wenn man ihn zuerst umgebracht hat, ist das Spiel auch abgestürzt. Fragt mich nicht warum, es stand wieder nichts in den Dateien, die Fehler loggen sollen, also aufzeichnen sollen. Was soll's? Es ging folgendermaßen, ich habe zuerst sein Fußvolk umgebracht und dann erst ihn. Dann ist das Spiel nicht abgestürzt. Fragt mich nicht. Und anschließend kam dann eine Sequenz, ja, der Befehlshaber des Gebietes tot und hier oben ist dieser Gang aufgetaucht, den haben wir jetzt auch auf der Karte. Zugang zu Sendais Enklave. So. Ja, das war's dann auch schon. Anschließend habe ich mich dann noch um die Stockmutter hier unten gekümmert und ihr Fußvolk. Da ist dann auch nichts mehr passiert. So, das war es jetzt grob dazu. Ach nein, genau, wir hatten noch was, aber das war unwichtig, weil ja, Hera und Eri haben sich noch ein bisschen unterhalten, weil Eri ja anscheinend so viel erwachsener geworden ist, bla bla bla, interessiert eh keinen, darum zeige ich das jetzt auch nicht nach und sonstiges und ich will die Abstürze eh nicht nochmal sehen. Also besuchen wir die Enklave von Sendai und die Falle schnappt zu. Die vermutlich nicht ankommen wird, aber das ist eine andere Geschichte. So, ich meine, hier kamen jetzt erstmal nur jede Menge Kämpfe und wenn es denn sein muss. Das war's dann auch schon, weil hier sind jetzt Spurenkolonien und Myrkonit. Und wenn wir die Spurenkolonien einfach mal eben als erstes kaputt klappen, dann wird das Ganze für uns viel, viel einfacher. So, einer schon hinüber, da kommen Erdkolosse, die sind wichtiger als die Kolonien. Eri, nicht sterben. So. Mach die Kolonie mal kaputt. Ja, man sieht schon, die Eri benutzt erstmal das hier und lauf irgendwo hin. Haben wir ein Feuerbärchen? Nee, nehmen wir einen Deva. Ich habe jetzt keine Lust, dabei zur Seite zu gucken. So, nächste Kolonie. Ja, sie zaubern noch fröhlich vor sich hin neue Viecher. Unseren Erfahrungsschatz ist nicht unbedingt negativ. Eri, behalt gefälligst deine Schleuder in der Hand. Sie stellt sich dumm an. Ich mag das nicht, wenn sich meine KI dumm anstellt. Sie gefälligst immer schön auf ihrer Fernkampfwaffe bleiben. So. Das waren die Viecher, wie es scheint. Es geht weiter. Und zwar mit mutierten Spinnen. Also, ich glaube, es sind sogar die stärksten Spinnen, die man im Spiel findet. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, es waren wirklich die stärksten, wegen ihren extremst ätzenden Gift, was die haben. Das Böse darf nicht weiter wuchern. Ja. Meine Imoen. Benutzen wir auch hier dein Dingens, deine Armbrust. Dein Feuerzahn hieß sie, glaube ich. Hieß sie Feuerzahn? Leichte Armbrust, Feuerzahnarmbrust. Da fehlt auch noch das Upgrade drauf, glaube ich. Ich warte. Die Natur nimmt das Leben. Kriegen wir noch, schätze ich mal.
Muss ich mal nach Ausschau halten bei Gelegenheit. Ich kümmere mich drum. Für die Gefallenen. Ja, hier gibt's halt noch hier eine Menge Spinnen und ach so, der Erdtrotz. Ach, lieber erstmal die Spinne. So, Schwertspinne ist auch schon in Ordnung. Man sieht schon, das ist alles so Standard-Gegnerwerk, damit kann man. Da kann man mal gut einfach reinmetzeln und dann ist das irgendwann zu Ende, das ist noch eine böse mutierte Spinne. Wir sind ja mittlerweile auch schon etwas hochstufiger, warum jetzt auf die ganzen Viecher hier nicht mehr so achten. Schließlich haben wir einen großen davon schon nicht mal mit Level 10 einfach nur zerhackt. Wie weit sind wir eigentlich? Ja, passt schon. Ja, ich bin bereit. Bald. Am Ende von der Enklave sollten wir wohl fertig sein. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir älteste Erdkulasse, also große Erdkulasse und Bergdrow. Zufällig ein Priester dabei? Nö, dann halt nicht. Mächt meine Axt. Hauptsache, die können sich nicht verstecken, weil das ist immer extrem blöd. Ja? Ach so, wenn das draußen, dann können wir auch mal hier ein bisschen Geschwindigkeitstöten machen. Hier, nimm du mal den erstmal. Sag mir, was zu tun ist. So, was haben wir hier? Noch ein Drow, schwer verletzt. Die können nämlich auch solche Fertigkeiten mittlerweile einsetzen, wie diesen Wirbelwindangriff, weil die einfach die nötige Erfahrung anscheinend dafür haben. So, Minsk darf jetzt auch nochmal einmal hier durch die Gegnerhorden metzeln. Dann haben wir den Erdkulass mal noch kaputt. Ich weiß es nicht. Okay, die Erdkulasse sind anscheinend zumindest erfahrungstechnisch wertvoller als die anderen Viecher. So. Ja. Wie scheint geht es mal wieder gegen unsere netten Dunkelelfen. Ja, wir sammeln eben mal kurz alles ein. Weil, ja, es ist nun mal Stand der Dinge, dass man alles einsammelt. Das muss so. Sonst ist das nicht richtig. Ach ja, die kann ich jetzt nicht darauf stapeln, oder wie? Wem wollt ihr eigentlich verarschen? Und was haben wir hier denn schönes? Schwere Armbrüste plus 3, Elfenkettenhemden plus 1, warum Dunkelelfen auch Elfenkettenhemden tragen und Katana plus 2. Lässt sich natürlich alles ja gut verkaufen. Ich habe nach einem anderen Wort gesucht, was mir nicht eingefallen ist. Vermutlich auf die leichten Kopfschmerzen durch eine Erkältung zurückzuführen, dass ich ein bisschen langsam im Moment bin. Aber das heißt, wir haben auch immer noch den Trank, den wir nicht versetzen können, den wir irgendwann mal bei Gelegenheit trinken sollten. Er hat ja noch Zeit. Und wenn wir uns den bis zum letzten Kampf aufsparen, das dürfte eh nicht mehr allzu weit sein, bis wir da ankommen. Okay, wir laufen hier einfach mal hin, auf die Hoffnung, dass da keine Falle ist. Und dann suchen wir immer nach Fallen an den beiden Türen. Genau, wir speichern auch nochmal. Da geben wir uns nämlich nichts. Was haben wir denn hier? Das sagt südlicher Tunnel, nördlicher Tunnel und Truppenunterkünfte der Drow. So, und wenn Uma nichts findet, dann versuche ich die Türen gleich mal zu knacken. Nee, scheint alles in Ordnung zu sein. Und schwupps bin ich weg. Ja, das war jetzt nicht nötig. Mechanismus, ja, geht nicht. Und geht auch nicht. Ich bin dabei. Ja, damit wäre unser Weg dann festgelegt, wenn es hier nicht noch lang geht. Scheint nicht so. Gut, damit sollen wir wohl in die Truppenunterkünfte. Wie intelligent das jetzt ist, ohne irgendeinen Segen da reinzurennen, sei mal dahingestellt. Wollen wir es wagen? Ach, wagen wir es. Was soll schon passieren? Mehr sterben können wir sowieso nicht. Und neu laden. Aha. Nächstes Mal. Ja, das sind wir. Wir dürfen nach vorne preschen. Aha, aha, aha. Was bist du? Ein garstiger Priester? Tyllinus, warte mal. Kommt ihr uns hinterher, wenn wir rausgehen? Oh Gott, ist gerade das Bild eigenartig weggegangen oder dachte ich das nur? Wäre total gut, wenn die uns hinterher kämen. Nee? Das Problem ist nämlich, Jaheras Anti-Lähmungstauber könnte jede, oder Anti-Betäubungstauber könnte jeden Augenblick aufhören und dann würde die da nur rumstehen. Das wäre irgendwie nicht so toll.
Naja, nicht, dass die eine große Hilfe wäre. Außer, dass ab und zu ein Ghoul aus ihr rausplatzt. Naja, wir bereiten uns mal vor, würde ich dann sagen. Habe ich ausgeruht oder habe ich den Krug benutzt? Wartet mal. Nein, ich habe mich anscheinend ausgeruht. Ach, den Kram können wir eben auch noch mal kurz wegpacken. Ja, wir machen halt alles ganz, ganz durcheinander. In der Hoffnung, dass keiner mehr am Ende weiß, wo ihm der Kopf steht. Weil das bei mir jetzt schon der Fall ist. Ich mache auch nicht so lange, weil, wie gesagt, ich bin ein wenig erkältet und es ist irgendwie im Moment nicht so toll. Aber ja, wir sehen schon. Ja, Schutz vor chaotischem Befehl, du kannst noch, hast du noch einen, das ist schön. Vier zaubernde Leute, wie wunderbar. So, was wollen wir denn nochmal hier haben? Haben wir noch verbesserte Hasszeug? Oh ja, und zwar genug für alle. Das ist ja erfreulich, dann machen wir den hier noch eben einmal drüber, damit wir alle schön blau leuchten. Und Eriz hat mir eine verbesserte Hast schon gezaubert, dann können wir ja nochmal eine zaubern auf Minsk und dann sollte das Dunkelelfen-Schlachtfest beginnen können. Hoffe ich doch mal. Also jeder, der es noch nicht weiß, Dunkelelfen zu töten steht für mich sehr hoch im Kurs, weil ich die noch weniger leiden kann als normale Elfen. Und darum ist Dunkelelfen töten immer richtig. So, lauf da mal hin. So, und jetzt du? Und was macht ihr da? So, jetzt dürft ihr mal auf eure Nahkampfwaffen wechseln. Ach, schade. Machen wir hier irgendwas? Oger Berserker? Ach, das kann gar nicht so schlimm sein. Wer bist du? Wow. Ja, ich habe hier unten gerade gar nicht auf irgendwas geachtet. Also da stehen zwei Ogre Berserker. Aber anscheinend keine besonderen Blau mehr und jeder ja. So wie das nun mal ist, nichts Besonderes mehr. Was gibt es? So, und wir sind auch nicht sehr mit Schaden versehen, daher wird vermutlich nicht mehr lange hier noch was stehen. Kiri? Ja? Geh mal einen Schritt beiseite. Immerhin macht das schon alleine. Die stärker als so ein lächerlicher Dunkelelf. Ach, und jetzt wechselst du auf deine Fernkampfwaffe von alleine oder was? Den wirst du eigentlich verarschen. Ja, mich anscheinend. Also, wenn hier die Truppenunterkünfte sind und so wie es aussieht, geht es hier nicht weiter. Werden wir wohl hier irgendwo einen Schlüssel an uns nehmen können. Oh, und wir haben unsere Stufe. Und das ist ja schön. Dann werden wir vermutlich erst den Rest der Folge dem Hauptcharakter widmen dürfen. Oder? Ja, könnte sein. So, dann steigen wir mal auf Magierstufe 19 auf. Wir müssten dann ja unsere Kensei-Fähigkeiten wiederbekommen. Ja. Ergebnis des Aufstiegs. Fähigkeiten einer inaktiven Klasse zurückgewonnen. Rettungswurf gegen Tod um 7 reduziert. Ja, ordentlich Rettung. 12 TW0 dazu bekommen quasi. Ein Magiezauber des 8. Grades und zusätzliche Treffpunkte plus 1. Ja, was will man mehr? Wir kriegen Attribute. Ein zusätzlichen Zauber des 6. Grades. Was ist das hier? Verbesserte Beschleunigung. Komet. Drachenodem. Was macht das denn? Verbesserte Beschleunigung. Grad 10 allgemein. Anwender. Runden 2. Zeitaufwand 9. Bereich Anwender, Rettungswurf, nein. Verbesserte Beschleunigung sorgt dafür, dass sich der Anwender zwischen den Wirken zweier Zauber keine Pause mehr einlegen muss. Das heißt, er kann Zauber direkt hinter... Ja, klar. Was sonst? Ja, was passiert jetzt? Wir bekommen unsere Kensei-Fähigkeiten zurück. Es hat erstmal Auswirkungen auf unsere Rüstungsklasse, wie es scheint. Unser ETW 0 mit den Waffen, die wir momentan in der Hand haben, ist schon minus 20. Ja, wenn das hier jetzt nicht ruckeln würde, wäre das noch schöner. Man sieht, wir haben unsere kompletten Waffenfertigkeiten wieder. Fähigkeitsboni gut, Resistenz und wir können den ganzen Kram immer noch tragen. Das ist ja hervorragend. Dann müssen wir uns mal eben ein paar anständige Waffen raussuchen. Obwohl das Langschwert, das wir haben, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Wir haben hier irgendwo einen elementaren Tod, soweit ich das in Erinnerung habe. Den würde ich eigentlich ganz gern benutzen. Momentan ist bei mir noch so die Frage, ob wir selber Chrom Freier benutzen sollen, um... Ja... Soll ich das sagen? Unsere Stärke auf 25 zu setzen. Zwecks Nahkampfschaden. Im Prinzip muss ich jetzt das Zauberbuch auch noch komplett umändern. Auf Schutzzauber für uns selbst quasi, damit wir als nahezu unbesiegbarer Nahkämpfer einfach vorne stehen können und alles kaputt schlagen. Ja, als Magier sehr toll, ich weiß, aber... Ich sag nur so viel. Theoretisch funktioniert's. Hindus Verdammnis. Ja, wir müssten schon in die Nähe kommen, von da, wo ich hin möchte. Ja. Bestimmt bin ich schon dran vorbei. Obwohl, das müsste, glaube ich, irgendwo sein, wo auch elementarer Tod. 5 oder 10% sofort töten hatte das hier, glaube ich. So möchte ich noch, göttliche Rage. Ach ja, packen wir mal aus. Was soll's. Raus damit. Ja, dadurch büßen wir so ein bisschen Rüstungsklasse das ein. Das ist nicht so wild. Was hatte das denn jetzt genau? Ablicht, einmal täglich. Roter Feuerschild, einmal täglich. Beim Treffer besteht eine 5%ige Chance, Ziel sofort zu töten. Ja, Rettungswurf. Ist egal. Erwarb Fähigkeit Kai. Achso, ja, unsere Fähigkeiten, die wir bekommen. Eri nervt mich beim Auspacken meiner Ausrüstung. Also haben wir jetzt 19 und minus 16. Das ist schon, das kann sich sehen lassen. Ich warte. Wie gesagt, die Frage ist, ob wir vielleicht den noch benutzen möchten. Und zwar könnten wir ihn auf die zweite Hand legen, dann könnten wir hier uns ausruhen, was wir haben wollen. Und dann haben wir mal eben... 22 und minus 19. Und natürlich die 25 Stärke, die uns einen guten Nahkampfschaden geben. Und Briaga kann dann seine Beronas Axt benutzen. Ja, hört sich doch gut an, wir probieren das mal. Ich hoffe, das bringt was. Ja, wir müssen dann jetzt noch Ausrüstung auflesen. Ich kümmere mich drum. Dann ist der Part wahrscheinlich schon um. Eigentlich könnte ich jetzt auch Schluss machen, aber dann sehen wir ja nicht, was ich alles Tolles finde. So, Zauberstäbe brauchen wir auch im Prinzip nicht mehr. Och Mann, warum müssen die alle so viel Zeug dabei haben? Ein wenig schön viel hochwertige Pfeile, die kann man dann bei Bedarf verwenden. Ich sehe schon ja hier, das Inventar wird am Ende voll mit irgendwelchem nutzlosen Zeug sein. Das wir eh kaum gebrauchen werden. Obwohl, das Schwert ist eigentlich auch noch. Ich überlege mir das nochmal mit dem Schwert hier. Vielleicht kann ich das auch auf die zweite Hand packen, weil das hat ja Magie reflektieren, oder? Auf dem Träger wirkt geringer Zauber zurückwerfen. Ja. Muss ich noch gucken. Aber ich glaube, eigentlich sind wir schon so ganz gut ausgerüstet. Ich warte. Ich bin bereit. Wir müssten nur noch die Hammerfertigkeit nach oben stufen. Und ja, dann, wie ich schon mal sagte, das Spiel, das wird jetzt vermutlich sehr, sehr angenehm. Und hier haben wir schon den Schlüssel zur Drow-Wache. Er hatte noch andere Sachen. Der hatte hier so ein Amulett des Geparden. Bewegungsrad des Trägers wird um 2 erhöht. Einmal verbesserte Hass täglich. Gewicht 2. Kann nicht von Menschen verwendet werden. Boah, ne? Packen wir ein. Tadene sonst. Katana plus 2. Ja, hier scheint es irgendwie viel Leute zu geben, die Katana benutzen. Was Katana keinesfalls zu einer elfischen Waffe machen. Und hier haben wir... Schlüssel der Drow-Wache. Dieser schwarze, blutverkrustete Schlüssel... Warte mal. Diesen schwarzen, blutverkrusteten Schlüssel habt ihr bei der Leiche des wilden Drow-Kensai gefunden. Ja, Drow-Kensai, ist klar. Der war gar kein Kensai. Der war nicht mal dem Magier ebenbürtig. Klar, Drow-Kensai. Wen wollen die hier eigentlich auf den Arm nehmen? Drow sind keine Kensai. Obwohl, wir sind ja im Prinzip auch... Wir sind... Offiziell sind wir Kämpfer-Magier. Von daher ist das alles halb so wild. Ja. Jede Menge Müll zum Einsammeln. Ich sollte mir wirklich überlegen, das einfach nicht mehr zu zeigen, wie ich Müll aufsammle.
Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Auch wenn wir das Geld vielleicht nochmal bei Gelegenheit brauchen könnten. Ja, nur Heiltränke ist immer gut. So. Ich kümmere mich drum. Das war alles. Hier ist noch ein Tisch, da gibt's aber nichts. Hier liegen noch ein paar Pfeile rum, brauchen wir nicht. So, hier gibt's anscheinend gar nichts mehr. Inzwischen an einem anderen Ort. Oha. Bitte lasst mich nicht so viel lesen. Bitte lest selber. Eure Antwort wird meiner Herrin überhaupt nicht gefallen. Ja, Meister Bannon. Ihr wagt es, mich zu bedrohen? Hier? In meinem eigenen Reich? Jeder tut das. Balthasars Armee wird mit jedem Tag, der verstreicht, stärker, Sendai. Ihr wisst, worauf das hinauslaufen wird. Verschwindet! Und sagt eurem Meister, dass ich weiß, wer meine wahren Verbündeten sind. Nun gut. Euer Schicksal ist damit besiegelt, Sendai. Euer Schicksal und das Schicksal eurer Rasse. Finde ich gut. Tötet die alle einfach. Vergebt mir, Herrin. Ein Eindringling hat die unterirdische Anlage betreten. Die Wachposten melden sich nicht mehr. Wer das wohl ist? Kriecherische Made. Ich kann meine Zeit nicht mit solch kleinen Störungen vertrödeln. Bringt die Sklaven in die nördlichen Tunnel und lasst meine Schoßtiere in den südlichen Tunneln frei. Das sollte diesem Eindringling den Garaus machen. Ja, klar. Ja, meine Herren. Es wird geschehen, wie ihr befehlt. Ich habe irgendwie Lust, durch beide Tunnel zu laufen, einmal ordentlich Verwirrung zu stiften. Ach, das wird ein Riesenspaß. Hoffentlich gibt es ganz viele Editiden. So, hier sind wir auch schon. So, hier gibt es jetzt zweimal Tunnel. Was heißt, nächstes Mal gibt es hier zweimal Tunnel. Weil, wie gesagt, ich darf mich nicht immer anstrengen wegen Erkältung. Oder ich habe da auch gar keine Lust zu, mich zu überanstrengen. Und dann kann ich die Katana und den ganzen Kram hier noch wegpacken. Haben wir auch schon wieder 40 plus 3 Bolzen. Bolzen? Ach so, sogar mehr. Ja, Hera, wieso hast du denn Bolzen? Die können wir ihm wohin geben. Ja. Uns geht's gut. Uns geht's sehr gut. Wir haben mittlerweile auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Wenn man sich das so überlegt. Wir kriegen, was war das, 25% weniger als normal. Also eigentlich wären wir schon vermutlich alle auf Stufe 40. Ja? Sagt mir, was zu tun ist. Ja. Also ohne den Erfahrungsdämpfer. Also, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich denn. Tschüss.